Wer meinen YouTube-Kanal verfolgt, weiß, dass ich seit längerem schon mich mehr oder weniger auf das Thema Produktreviews etc. eingeschossen habe. Hierbei sind aber durchaus mal ein paar Kommentare eingeflossen von Zuschauern, die einer Erklärung bedürfen. Und zwar geht es um die Einblendung: Video enthält Produktwerbung. Dieses Thema Produktwerbung kommt nicht wirklich bei allen gut an. Kann ich durchaus nachvollziehen. Dieses Thema der Einblendung, das machen wir YouTuber, Guntuber, wie man uns schimpfen will, definitiv nicht zum Spaß und nicht aus Jux und Dollerei. Wir machen das, weil wir es tun müssen. Ansonsten sind wir angreifbar und können abgemahnt werden. Und Abmahnungen ist keine schöne Sache. Ich weiß, wovon ich rede. Ich bin in der Beziehung durchaus ein gebranntes Kind. Und es hat mich sehr viel Geld gekostet. Um das Thema zu verdeutlichen, möchte ich euch einen Auszug aus einem Blog vorlesen, der das Thema relativ gut beschreibt. Den Auszug poste ich euch im Nachgang im Abspann und den Link zu dem Blog poste ich euch unten in der Videodescription. RSTV, TMG und UWG regeln die Kennzeichnungspflicht in Online-Medien. Die Pflicht zur Kennzeichnung werblicher Beiträge im Internet folgt unter anderem aus dem Rundfunkstaatsvertrag, aus dem Telemediengesetz und aus dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Was muss ich kennzeichnen? Die Vorschriften haben ähnliche Voraussetzungen der Kennzeichnung. Der Beitrag des Influencers muss eine geschäftliche Handlung sein. Der Influencer muss für den Post von einem Dritten eine Gegenleistung erhalten und die Absicht haben, Werbung für einen Dritten zu betreiben. Es gibt damit Konstellationen, in denen die Pflicht zur Kennzeichnung unzweifelhaft besteht. Wenn der Blogger auf seinem Social-Media-Kanal Produkte bewirbt und hierfür von einem Unternehmen bezahlt wird, er ein kostenloses Testprodukt erhält oder wenn er eigene Produkte präsentiert, muss gekennzeichnet werden. Damit die Landesmedienanstalt Verstöße nach dem RSTV ahndet, muss es sich bei dem Beitrag des Influencers um Rundfunk oder zumindest um sogenannte fernsehähnliche Telemedien handeln, was bei Fotos und Texten nicht der Fall ist, bei YouTube-Videos schon. Es kommt auf den Einzelfall an. Fotos und Texte können nach UWG verfolgt werden, aktuell das Einfallstor für Verbraucherschutzverbände. Das bedeutet im Klartext, ganz einfach beschrieben: Ein Hersteller stellt mir ein Putzset zur Verfügung. Ein Online-Shop stellt mir ein Holster zur Verfügung, das ich für den Hersteller, den Online-Shop, bewerben soll. Ich poste euch für euch natürlich den Link, wo ihr dieses Produkt bekommen könnt. Das ist Werbung. Und damit, da es Werbung ist, muss ich es als Werbung kennzeichnen. Und damit ist das entsprechende Video Werbung. Nun ist es ja so, ich bin ja nicht im Fernsehen, ich bin hier auf YouTube unterwegs, ich bin ein bisschen auf Instagram unterwegs. Und mir geht es ja bei meinen Videos darum, ich möchte euch Produkte präsentieren, die ihr für uns, für die Ausübung unseres Sportes verwenden könnt. Dabei spielt es keine Rolle, ob das jetzt ein Reinigungsset für eine Waffe ist, ob das ein Holster ist, ob es ein Gehörschutz ist. Eine Brille spielt doch keine Rolle. Als ich mit dem Sport begonnen hatte, wäre ich froh gewesen. Ich hätte irgendwo Quellen für Produkte gefunden, die ich für meinen Sport benutzen kann. Die gab es zu dem Zeitpunkt in deutscher Sprache so gut wie gar nicht. Reviews überhaupt nicht. Die waren alle nur auf dem US-Markt zu finden. Da spielt es keine Rolle, ob das jetzt die Schutzbrille ist, ob das irgendwelche Waffen sind etc. Vollkommen wurscht. Das findet man alles nur im angelsächsischen Bereich, sprich über den großen Tümpel. Die meisten Feedbacks, die ich bekomme, sind durchaus positiv. Und diejenigen, die, sage ich mal, die Werbung nicht sehen will, ja meine Güte, dann guckt euch das Video einfach nicht an. Aber, wie gesagt, wenn ich Werbung mache, und das mache ich nun mal in dem Moment, und ich mache das nicht aus Kommerz wie manch andere, ich mache das, weil ich Spaß daran habe. Und wenn hier und da mal halt ein Hersteller mir etwas dafür kostenfrei zur Verfügung stellt, bin ich dankbar dafür. Aber im Zuge der Mantis X Challenge zum Beispiel habe ich auch einige Produkte als Preis rausgegeben. Das heißt, ich mache das nicht zum Eigennutz, ich mache das letzten Endes ja für euch. Ja. Aber, wie gesagt, seht es mir bitte nach und seht es bitte auch den anderen Guntubern nach. Wenn wir Produkte in unseren Videos vorstellen, müssen wir es kennzeichnen. Denn es ist tatsächlich
eine Werbung, eine Produktwerbung. Wir machen eine Herstellerwerbung in dem Moment. Da ist es egal, ob das Let's Shoot ist mit Hede Tactical. Da ist es egal, ob es, lassen Sie es krachen, ist mit irgendeinem anderen Produkt, was er vielleicht bewirbt. Was weiß ich, Playmate des Monats, keine Ahnung. Oder ob das bei mir ist, ob ich jetzt mit Niebling, ob das mit Peltor ist, also 3M oder wie auch immer. Seht es mal vielleicht andersrum. Wo wollt ihr denn sonst die Informationen herbekommen, welche Produkte vielleicht Sinn machen und welche nicht? Wo wollt ihr sonst im deutschsprachigen Raum tatsächlich herausfinden, welche Produkte für euch denn vielleicht geeignet sind? Wo findet ihr denn sonst die Erfahrungswerte? Deshalb, wir müssen diese Kennzeichnung machen. Gefallen tut es uns garantiert nicht, da es unsere Videos letzten Endes tatsächlich ziemlich verschandelt. Aber wir haben keine andere Wahl, als diese bekloppte Einblendung hier oben oder eine da unten oder wie auch immer mit reinzunehmen.